Nächster Cup. 150. Let's go. Madrid. Für eine spanische Stadt eigentlich ziemlich cool. Wir sind ja jetzt schon in 50 und 100 hier durchgerast. Und mehrere Male Ostwind bin ich hier schon lang gefahren. Aber ja. Ich möchte auch noch was mit euch besprechen. Und zwar wisst ihr, in letzter Zeit ist das Videomaking sehr, sehr nach hinten gerutscht. Weil ich einfach momentan nicht so die direkte Lust hatte. Wir haben immer noch Mario Kart wie Custom Tracks, wir haben immer noch Mario Kart DS. Einfach nur, ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Ich will auch ein bisschen privat haben. Privatsphäre. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Drache und die Drachen sind halt nicht so aktiv. Und ja, ich werde wahrscheinlich noch was zu Mario Kart wie irgendwann machen, doch zu DS. Ob es heute ist oder morgen oder weiß der Geier. Aber ich werde Lego-Spiele einstellen momentan. Und Lego-Spiele, wenn dann, nur noch als Twitch-Projekt machen, wo ich dann die 100% hole und nicht mehr im Videoformat. Deswegen sind momentan die Let's Plays zu den Lego-Spielen eingestellt. Weil ich einfach nur
gerne. Einfach nur gerne im Stream 100% machen will. Fällt mir leichter als ein Video. Bin ich ehrlich. Gut, Lego City hat jetzt auf Anhieb nicht geklappt, weil da ein Bug aufgetreten ist. Aber das werden wir irgendwann nochmal versuchen und dann wirklich versuchen durchzuziehen. Und hoffentlich, dass wir keine weiteren Bugs mehr bekommen im Spiel. Wir hatten ja schon Lego-Spiele in Retro-Achievements-Form. Lego Star Wars 2 PSP, Lego Star Wars 1 PlayStation 2. Lego Indiana Jones hatten wir schon zweimal. Einmal PSP, einmal PS2. Lego Batman hatten wir. Lego Harry Potter sind wir momentan dran. Tier 1 bis 4. Am Samstag soll dann Lego Star Wars 3 starten. Irgendwann machen wir auch nochmal komplett die Saga komplett. Ja, Skywalker Saga wird es irgendwann again geben, weil gab es einige Sachen, die schief liefen. Force Awakens werden wir auch noch irgendwann auf Twitch spielen. Aber alles der Reihe nach. Oh nein, ich empfehle Lego Indiana Jones 2 nicht, weil das ist wirklich so verbuggt. Dass man sich glatt daran schneiden kann. Haut ihr mich mit einem Kugelvideo um? Ich glaub das nicht. Aber ja, ich mag die SNES Bowser Castle 3. So viel dazu. Ja. Also, wir werden in Zukunft noch viel Spaß mit Lego-Spielen haben. Aber nicht alle Lego-Spiele werden wir spielen. Hab so ein paar auf meiner Steam-Liste, die wir durchgehen. Aber es gibt so unfassbar viele Lego-Spiele, was dieses Sammelabenteuer angeht. Das wäre dann doch irgendwo dann doch
Vor allem, weil sie sich immer unterscheiden. Mal ist es so richtig open-worldig. Dann ist es mal so, du hast eine Karte, wo du deine Level auswählen kannst. Zum Spielen. Dann hast du bei Ego Star Wars ja diese Türen, die dich zu den Leveln führen. Also gut. Ausnahme ist Skywalker Saga, ne? Skywalker Saga ist ja jetzt auch wieder Open World. Schose. Und ja. Ich bin, was Open World angeht, wirklich oftmals sehr skeptisch, vor allem bei Lego-Spielen. So, haben wir das geklärt? Eine Sache, die wir auch noch klären müssen, ist, warum kommt Spyro nicht? Jetzt, wo wir ihn gerade so sehen. Warum geht Spyro 3 nicht weiter? Wie ich schon sagte, mir fehlt einfach momentan Lust. Und da ich auch Spyro 3 von der Reignited auch noch spielen muss, ja. Schwierig. Und dann haben wir Spyro 4 noch vor uns, 5. Dann kommt noch die ganze The Legend of Spyro Reihen dazu. Weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal und ciao.